Drei Dinge lassen sich in der Werbung immer gut verkaufen. Kinder und Tiere, die hatten wir heute schon. Fehlt noch Nummer drei, Sex. Da beißt sie in das Eis, die Schöne, und dann geht sie auch gleich ganz, ganz viel besser. Jetzt bin ich doch gespannt, wie Sie diesen Spot analysieren. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten kann, die einem auffallen können. Zum einen fängt es gleich an mit einer sehr positiven Urlaubsstimmung, schöner blauer Himmel, lauter junge, sehr gut aussehende Menschen. Alles erotisch angehaucht, die ganze Szene hier, diese Tanzszene links gleich. Und jetzt kommt eigentlich ein ganz entscheidender Moment in dieser Werbung, sie packt das Produkt aus. Und das ist ganz wichtig, dass das jetzt hier auch mal angehalten wird. Das Produkt wird gezeigt und wenn es jetzt weitergeht, wird ein zweiter Reiz damit verknüpft und es findet eine Konditionierung statt. Und das kann man auch als emotionale Konditionierung bezeichnen. Man hat kurz den Blick ins Dekolleté gehabt. Das Eis wird jetzt automatisch mit all dem verbunden, was mit so einem Dekolleté hat, mitschwingt und damit sehr positiv besetzt. Dann verfällt es in Ekstase, sozusagen auch der Eisgenuss wird ganz extrem betont und auch wieder mit viel erotischen Reizen, also uns sehr angenehm nahegebracht. Und zu alledem läuft noch eine wirklich bekannte Popgruppe im Hintergrund, die No Angels, die also auch wieder Sympathieträger sind, die Modellfunktion haben. Also schon sehr pfiffig gemacht, der ganze Spot, bis hin zum Logo am Ende, das dann also auch wieder gut im Gedächtnis behalten wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Männer mit dem Dekolleté was anfangen können, aber spricht das Frauen denn in gleicher Weise an? Also es wird sie gewiss nicht abweisen. Es ist eine schöne Urlaubsstimmung, es sind ja auch ein paar Männer dabei. Also ich glaube, die Wirkung auf Frauen ist genauso hoch, besonders weil Frauen vielleicht auch sogar eher die Zielgruppe sind.